Audio-Post. Geklickt. Gehört. You've got Mail. Wer freut sich nicht über neue Post? Allerdings landen mittlerweile zig neue E-Mails bei uns, Tag für Tag. Darunter auch Werbung oder Fake-Mails, die nicht immer so harmlos sind, wie sie aussehen. Heute geht es um Geld, um viel Geld. Es wird versucht, irgendwie an Bankzugangsdaten zu kommen, an Kreditkarteninformationen oder sonst Zugängen, wo man sich viel Geld erhofft. Computerspezialist Andreas Wiesler weiß, wovon er spricht. Er ist Geschäftsführer der Firma Go Security und berät Unternehmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Das Prinzip ist ähnlich den Suchmaschinen. Die suchen das ganze Internet durch. Und wenn Sie irgendeine E-Mail-Adresse finden, wird diese abgelegt. Es kann sein, dass Sie in einem Gästebuch geantwortet haben oder sonst auf einen Artikel, ein Interview, eine Zeitungsanzeige oder sonst irgendwo geantwortet haben. Und manchmal sind die vergifteten E-Mails schwer zu enttarnen. Genau um das geht es. Es soll so echt wie möglich aussehen. Es werden irgendwelche E-Mails kopiert, verändert und Ihnen dann zugestellt. Computerexperte Andreas Wiesler hat zum Glück Tipps, wie wir solche E-Mails erkennen können. Vielleicht eine etwas seltsame Schreibweise, eine Internetadresse, die seltsam aussieht, oder einfach der E-Mail-Absender, der nicht sein kann. Erkennen können Sie es oft, dass die URL, diese Internetadresse, sehr seltsam aussieht. Da sind seltsame Zeichen drin. Dies ist sicherlich der beste Hinweis, ob so ein Link gefälscht ist oder nicht. Und damit die bösen Viren gar nicht erst zu uns ins digitale Wohnzimmer flattern, kann sich jeder von uns schon vorher schützen, sagt der Sicherheitsprofi. Nutzen Sie ein Antivirenprogramm. Die meisten Antivirenprogramme filtern solche E-Mails heraus. Weiter nutzen Sie doch den Spamfilter Ihres Providers. Der kann schon sehr viel ausrichten, kennt sehr viele Spam-Mails bereits und so gelangen Sie gar nicht erst in Ihr Postfach. Audio Post. Geklickt. Gehört.